Erstes Kapitel aus Die Helden des Dampfes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes Kapitel aus Die Helden des Dampfes von Karl May. Wie bei fast jeder anderen großen Erfindung geschehen ist, hat man auch die Geschichte der Dampfmaschine möglichst weit in das graue Altertum hinaufzurücken gesucht. Man braucht zwar nicht gerade den Staub der Bibliotheken aufzuwühlen und in vergilbten und zerfressenen Pergamenten herumzusuchen, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass die alten Griechen und Römer den Dampf ebenso gut gekannt haben wie wir, aber von einer Wahrnehmung, welche jeder am Kochfeuer des Herdes machen kann, bis zur Regulierung und Ausbeutung dieser gewaltigen Kraft in der heutigen Dampfmaschine, ist ein sehr weiter Weg, welchen zurückzulegen lange Jahrhunderte erforderlich waren. Die erste Idee zu einer Dampfmaschine könnte man gewissermaßen dem griechischen Mathematiker Heron von Alexandrien, welcher 130 Jahre vor Christi Geburt lebte, zusprechen. Er konstruierte eine hohle Metallkugel, welche teilweise mit Wasser gefüllt und, nachdem dies durch die Wärme des Feuers in Dampf verwandelt worden war, durch die Rückwirkung beim Ausströmen desselben in Bewegung gesetzt wurde. Trotzdem damals mehrere ähnliche Kuriositäten auftauchten, welche auf die Wirkung des Dampfes fußten, bedurfte es doch großer Geister wie Galilei, Torricelli und andere, welche die Finsternis durchbrachen, das Wesen und die Eigenschaft der atmosphärischen Luft in den Bereich ihrer Forschung zogen und somit auch eine genaue Einsicht in die Natur und Wirkungsweise des Dampfes vorbereiteten. Zwar hatte man geglaubt, dass die Maschine, womit am 17. Juni 1543 der spanische Schiffskapitän Blasco de Garay im Hafen von Barcelona vor Kaiser Karl V. ein Schiff ohne Ruder in Bewegung gesetzt habe, auf Herons Prinzip gegründet sei, aber andere haben über die wirkliche Existenz eines derartigen Schiffes sehr gegründete Zweifel erhoben. Erst Salomon de Caus, Ingenieur und Architekt des Königs Ludwig XIII. Von Frankreich, sprach sich 1615 bestimmt und mit Sachkenntnis darüber aus, wie man sich der Expansivkraft des Wasserdampfes bei Konstruktion einer hydraulischen Maschine zu bedienen habe. Aber wenn er auch in seinem Buche den Satz aufstellt, das Wasser kann mit Hilfe des Dampfes über sein Niveau steigen, so kann dieses Wort doch unmöglich Veranlassung geben, ihn mit solchem Aplomb, wie er von Bayles und selbst dem berühmten Arago angewendet wurde, als den Erfinder der Dampfmaschine anzuführen. Dasselbe gilt auch von dem Italiener Giovan Branca, welcher in einem von ihm herausgegebenen Werke von einer mit Wasser gefüllten Kugel redet, welche zur Erzeugung des Dampfes dient und mit Hilfe deren ein Rädchen in Bewegung gesetzt wird. Ebenso muss dem von den Engländern so oft genannten Somerset, Marquis von Worcester, das Erfinderrecht abgesprochen werden. Zwar steht zu vermuten, dass er das Modell einer von ihm entworfenen Maschine angefertigt habe, aber die versprochenen Abbildungen derselben sind nie erschienen. Indes hatte der Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke 1654 die Luftpumpe erfunden und die ungeheure Kraft des Luftdrucks nachgewiesen. Infolgedessen regte sich das Verlangen, diese Kraft industriell zu verwenden. Jedoch blieben alle darauf bezüglichen Versuche lange erfolglos, bis endlich Dionys Papin, geboren 1650, gestorben 1710, die Idee zu einem Apparate fasste, welcher an die heutige Kolbendampfmaschine erinnert. Das Gefäß, worin er seinen Dampf langsam kondensierte, war Kessel und Zylinder zugleich und konnte sich deshalb unmöglich zu bedeutender Arbeitsleistung eignen. Auch der Apparat des Engländers Savary, 1698, zeigte sich wegen seiner riesigen Größe und des enormen Verbrauches an Brennmaterial als unpraktisch, und erst den beiden Engländern Newcomb und Crawley ist durch eine Verbindung des Papinschen und Savaryschen
Apparates die Einführung der mit Kolben arbeitenden Dampfmaschine zu verdanken. Während dieselben von verschiedenen verbessert wurden, lieferten Fahrenheit, Réaumur und Celsius ihre Thermometer, und Professor Black in Glasgow brachte die für das Dampfmaschinenwesen so notwendige Lehre von der Wärme und deren Benutzung zur wissenschaftlichen Anschauung. Zu seinen eifrigsten Schülern gehörte auch James Watt, mit dessen Leben wir uns in der nächsten Nummer beschäftigen wollen. Ende von Kapitel 1. Zweites Kapitel: James Watt aus Die Helden des Dampfes von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dem ehrbaren und biederen Blockmaker und Shipchandler, Blockdreher und Schiffslieferant, Watt zu Greenock in Schottland, wurde am 19. Januar 1736 ein Söhnlein geboren, welches bestimmt war, auf dem Felde der Industrie sich den Namen eines Helden und einen Kranz reicher Lorbeeren zu erringen. Der kleine James, zu Deutsch Johann, gehörte keineswegs zu den Wunderkindern, welche schon in den ersten Tagen ihres Daseins mit brillierenden Gaben glänzen und dann infolge geistiger und der davon in gewisser Beziehung abhängigen körperlichen Frühreife das Leben rasch durcheilen und meist in ein frühzeitiges Grab sinken. Vielmehr zog er sich durch sein stilles, nachdenkliches Wesen und unablässiges Sinnen den Verdacht zu, ein träger und beschränkter Kopf zu sein. Aber bereits in seinem 6. Jahre beschäftigte er sich mit den Aufgaben des Euklid, und die ungewöhnlichen Ideen, welche er schon in diesem Alter blicken ließ, zeichneten sich durch scharfe Ein- und klare Übersicht vorteilhaft aus. Sogar eine kleine Elektrisiermaschine soll er sich in dieser Zeit konstruiert haben, mit welcher er den Seinen manche Überraschung bereitete. Was eben ein Häkchen werden will, das krümmt sich bei Zeiten. Er war anfangs für eine wissenschaftliche Laufbahn bestimmt, da aber seine Eltern die dazu nötigen Kosten nicht aufzubringen vermochten, so trat er in eine mechanische Werkstatt ein, welche er im 18. Lebensjahre mit einer Stelle bei dem berühmten Mechaniker Morgan in London vertauschte. Damals brauchte er zur Reise nach London volle 12 Tage und ahnte wohl schwerlich, dass man sie später mittels seiner Erfindung in noch nicht 12 Stunden zurücklegen werde. Nur kurze Zeit später, im Jahre 1758, erhielt er an der Universität Glasgow die Stelle eines Inspektors der Modellsammlung und errichtete, was ihm der damalige Zunftzwang außerhalb des Universitätsgebäudes verwehrte, nun in denselben ein Geschäft als Mechaniker für Maschinenmodelle, Uhren etc. Durch das Genie, welches er in seinen Arbeiten zeigte, wurde er mit den hervorragendsten Gelehrten bekannt, unter welchen sich auch der später so bekannt gewordene Dr. Robison befand, dessen Einfluss sehr anregend und wohltätig für Watt wirkte und der ihm auch das Projekt einer Dampfmaschine zum Treiben von Wagen anvertraute. Aus jener Zeit stammt auch das Urteil eines seiner intimsten Bekannten, welches uns einen Blick auf seinen Charakter und in sein Wesen gestattet. »Ich wurde«, erzählt er, »durch einige Freunde bei ihm eingeführt und erwartete, einen einfachen Arbeiter in ihm zu sehen. Ich fand auch einen solchen, aber wie sehr fühlte ich mich überrascht, als ich bei näherer Prüfung einen Gelehrten in ihm entdeckte, der, nicht älter als ich, die Fähigkeit besaß, mich über alle Gegenstände der Mechanik und Naturkunde, wonach ich fragte, aufzuklären. Von da an trugen wir jede Schwierigkeit, welche mir oder meinen Gefährten aufstieß, ihm vor, und er war auch stets der Mann, uns aufzuklären. Aber für ihn wurde jede solche Frage Veranlassung zu neuem und ernstem Studium, und er ruhte nicht eher, als bis er sich entweder von der Unhaltbarkeit des Gegenstands überzeugt oder daraus gemacht hatte, was sich möglicherweise machen ließ. Diese Eigenschaften, verbunden mit einer großen Bescheidenheit und Herzensgüte, bewirkten, dass alle seine Bekannten ihm mit ebenso großer Liebe und Anhänglichkeit zugetan waren. Schon in den Jahren 1762 und 1763 beschäftigte sich Watt anhaltender mit dem Wesen und der Anwendbarkeit des Dampfes.
aber erst das darauf folgende Jahr öffnete ihm die Pforte zu der Laufbahn, auf welcher er seinen rund um die Erde schallenden Ruhm erntete. Es wurde ihm nämlich von dem Professor Anderson das Modell einer Newcomb'schen Dampfmaschine für Wasserhebung zur Reparatur anvertraut, und er entdeckte daran Fehler, mit deren Abstellung er sich sofort und eingehend beschäftigte. Hierbei kam er auf die hervorragendste seiner Entdeckung, nämlich die Verdichtung des Dampfes in einem besonderen Gefäße, dem Kondensator, zu bewirken, welches vom Dampfzylinder gänzlich geschieden war und mit ihm nur durch eine enge Röhre in Verbindung stand. Hieran reihte sich die anderweite Verbesserung, dass er den Kolben des Dampfzylinders nicht mehr durch die atmosphärische Luft, sondern ebenfalls durch den Druck des Dampfes niedertreiben ließ. Zu diesem Zweck ließ er den Dampf abwechselnd unter und über dem Kolben eintreten und erzeugte den luftleeren Raum, der hierzu nötig war, durch seine neue Kondensationsverdichtungsmethode. Im Jahre 1768 unterstützte ihn ein gewisser Dr. Roebuck, welcher die ausgedehnten Kenialkohlenwerke des Herzogs von Hamilton in Betrieb hatte, mit Geld, so dass ihm möglich wurde, sein Geschäft aufzugeben und sich als Zivilingenieur zu etablieren. Nun, dort in Kenial House, brachte er noch in demselben Jahr seine erste Maschine mit einem 18-zolligen Dampfzylinder in Gang und wurde 1769 hierfür patentiert. Roebuck war förmlich mit ihm assoziiert und sollte 2/3 des Reingewinns erhalten. Bald aber trat er infolge zerrütteter Vermögensverhältnisse freiwillig zurück und es glückte Watt, in der Person des ehrenwerten und reichen Matthias Bolton aus Soho bei Birmingham einen Teilnehmer zu finden, welcher, wie man sagt, volle 50.000 Pfund Sterling für das Unternehmen auslegte. Diesem spekulativen Manne gelang es im Jahre 1775, Watts Patent bis auf das Jahr 1800 zu verlängern, und nun begannen die großen Erfolge des Letzteren in Ausführung der zahlreichen Dampfmaschinen, welche aus der Fabrik von Soho hervorgingen. Die erste größere Dampfmaschine von 50 Zoll Kolbendurchmesser wurde schon 1776 von der Firma Watt und Bolton für ein großes Wasserpumpwerk in Staffordshire geliefert, 1778 eine ähnliche von 58 Zoll Durchmesser nach Catley in Shropshire. 1782 folgte die erste Dampfmaschine für die Manchester Baumwollspinnerei und nach nur wenigen Jahren waren alle Londoner Bierbrauereien mit Watt'schen Dampfmaschinen versehen. Watts erste Maschinen waren hauptsächlich zum Heben des Wassers in den Bergwerken bestimmt, weshalb der Pumpenkolben unmittelbar an der Balanciere gehängt wurde. Die sich hierbei ergebende Unregelmäßigkeiten wurden dadurch gehoben, dass der die geradlinige Bewegung des Kolbens in eine kreisförmige verwandelte und durch Anwendung der Drosselklappe die Dampfmenge regulierte. Ebenso erfand er die doppelt wirkende Dampfmaschine, bei welcher der Kolben nicht nur nieder, sondern auch in die Höhe getrieben wird, und bekannt ist ja das Watt'sche Parallelogramm, jene sinnreiche Konstruktion, welche dazu dient, die geradlinige Bewegung des Kolbens zu bewerkstelligen. Obgleich er in späteren Jahren das von ihm gegründete Geschäft seinem Sohne überließ, gab er doch seine Studien nicht auf, und seine Zeitgenossen verdanken ihm noch vielfache wissenschaftliche Arbeiten, Entdeckungen, zum Beispiel die Briefkopierpresse, und physikalische Versuche, zum Beispiel über die Dichte, Spannkraft und latente Wärme des Dampfes, über Dampfheizung, chemische Zusammensetzung des Wassers, Bleichen mit Chlor etc., so dass ihn vielgelehrte Gesellschaften zum Mitgliede wählten. Noch in seinen letzten Lebensjahren hatte er die Freude, große Dampfschiffe mit seinen Maschinen ausgerüstet, nach allen Weltteilen fahren zu sehen, und schloss auf seinem reizenden Landsitz Heathfield bei Birmingham am 25. August 1819 in einem Alter von 84 Jahren seine für die Mit- und Nachwelt unberechenbar wohltätige Wirksamkeit. Voller dankbarer Anerkennung errichtete man ihm in der Ruhmeshalle Englands, der Westminster Abtei, eine von Chantrey gearbeitete Bildsäule,
deren von Lord Brougham verfasste Inschrift also lautet: Nicht um einen Namen zu verewigen, welcher fortdauern muss, solange die friedlichen Künste blühen, sondern um zu zeigen, dass die Menschenkinder gelernt haben, diejenigen zu ehren, welche deren Dankbarkeit im höchsten Grade verdienen. Der König, seine Minister und viele der Edlen und vom Hause der Gemeinen des Reiches errichteten dieses Denkmal James Watt, welcher die Kraft eines schöpferischen, in wissenschaftlicher Forschung früh geübten Geistes wandte auf die Verbesserung der Dampfmaschine, dadurch die Hilfsquellen seines Landes erweiterte, die Kraft des Menschen vermehrte und sich zu einem hervorragenden Platz erhob unter den berühmtesten Männern der Wissenschaft und der wahren Wohltäter der Welt. Ende von zweites Kapitel, James Watt. Drittes Kapitel, Robert Fulton, aus Die Helden des Dampfes von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zu Anfang dieses Jahrhunderts standen sich eines Tages zwei Männer in den Tuilerien gegenüber, von denen der eine in höchst reservierter Haltung einer beredten Demonstration des anderen zuhörte und am Schlusse derselben mit mitleidigen Achselzucken erwiderte: O Vicetre! Der Vicetre, jetzt Staatsgefängnis, diente damals als Irrenhaus, und die beiden Männer waren Napoleon Bonaparte und der Amerikaner Robert Fulton, welcher ersteren für sein Projekt, Schiffe mit Hilfe des Dampfes zu bewegen, gewinnen wollte. »O Vicetre, geh ins Irrenhaus«, war also die Antwort. Aber als kaum ein Jahrzehnt später der gefangene korsische Löwe an Bord des Northumberland nach St. Helena transportiert wurde, soll er sich jenes Gespräches erinnert und schmerzlich ausgerufen haben: »Als ich Fulton aus den Tuilerien wies, habe ich meine Kaiserkrone weggeworfen.« Robert Fulton war nach einigen 1768, nach anderen 1769, zu Little Britain, Grafschaft Lancaster in Pennsylvania, geboren und sollte Goldschmied werden. Da er in der Lehrzeit ein bedeutendes Talent zum Zeichnen entwickelte, so fand er einige wohlhabende Gönner, mit deren Hilfe er nach London zu seinem Landsmanne, dem berühmten Maler Benjamin West, kam, um in dessen Atelier sich in der Kunst desselben auszubilden. Nach einiger Zeit indes sah er ein, dass er auf diesem Felde nie etwas Großes werde leisten können, und trat deshalb in eine geschäftliche Verbindung mit dem Mechaniker Ramsay, dem Erfinder des Turbinenbootes. Seine Geschicklichkeit erwarb ihm Ansehen und einflussreiche Bekanntschaften, so dass er bald einen Ruf nach Paris erhielt, um Panoramen einzurichten. Diese Arbeit brachte ihm pekuniäre Mittel, in deren Besitz es ihm leichter wurde, seine mechanischen Projekte nachzuhängen. Aus dieser Zeit stammt seine Erfindung einer Marmor- und Poliermühle, einer Seilermaschine, wie auch des Torpedos, mittels dessen Schiffe angebohrt und gesprengt werden können. Vorzüglich aber war sein Denken auf die Herstellung eines Schiffes gerichtet, welches mit Hilfe der Dampfmaschine bewegt werden könne. Schon im Jahre 1803 machte er auf der Seine bei Paris verschiedene Versuche mit einem Dampfboote, dessen Geschwindigkeit freilich nicht zufriedenstellend war, und da die von Napoleon erfochtenen Siege damals das ganze französische Volk berauschten, so fanden seine Bestrebungen überhaupt nicht viel Anklang. Er ging deshalb nach England, sah sich aber auch nicht befriedigt und kehrte nach Amerika zurück. Hier baute er in New York ein Dampfschiff, welches im Frühjahr 1807 fertig und mit einer Watchenmaschine von 20 Pferdekräften versehen wurde. Es hieß Clermont und versuchte am 30. Oktober seine erste Fahrt auf dem Hudson zwischen New York und Albany. Es brauchte sowohl zu der 120 Seemeilen langen Hin- als auch Zurückfahrt, allen schlimmen Wahrsagungen zum Trotz, nur 32 Stunden und hatte sie ohne Unfall zurückgelegt. Es diente fortan als Passagierboot zwischen den beiden genannten Städten und wurde im nächsten Winter auf 140 Fuß Kiellänge vergrößert. Somit gebührt also Fulton das Verdienst, den Dampf der Schifffahrt dauernd untertänig gemacht zu haben. Nach vieler Mühe
erlangte er vom Kongresse das alleinige Patent zur Dampfschifffahrt auf den bedeutendsten Flüssen der Vereinigten Staaten. Doch musste er das Privilegium für die meisten derselben um geringen Preis verkaufen, da er sich in Geldverlegenheit befand. Aufgrund seiner Angaben ließ die Regierung nun auch eine Dampffregatte von 32 Kanonen bauen, welche 145 Fuß lang, 55 Fuß breit und mit einem Wasserrade versehen war, welches durch eine Maschine von 120 Pferdekräften in Bewegung gesetzt wurde. Das Schiff hatte zwei Masten, zwei Bugspriete und vier Steuerruder, um ohne Wendung beliebig vor- und rückwärts fahren zu können. Leider sah er dieses erste Kriegsdampfschiff nicht auf den Wogen schwimmen, sondern starb am 24. Februar 1815 mit Hinterlassung einer Schuldenlast von mehr als $100,000. Seine Kinder wurden in Anerkennung seiner Verdienste vom Staate mit einer klingenden Dotation bedacht. O wie Sèvre, ins Irrenhaus mit ihm! Wie oft mag der Blick des entthronten Kaisers über die weite Fläche der nie ruhenden See geschweift sein, und wenn dann mit jedem anlegenden Schiffe ein neues Zeugnis von Englands Seemacht vor seinem Auge auf den Wogen schaukelte und die Gespenster von Abukir und Trafalgar in seinen Erinnerungen auftauchten, so hat er wohl auch denken müssen an Robert Fulton, dessen Erfindung es ihm allein ermöglicht hätte, England, seinen ärgsten Feind, zu demütigen. Ende von Kapitel 2, Robert Fulton. Anhang mit Dampf um den Erdball. Aus Die Helden des Dampfes von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unsere Erde hat eine runde, kugelförmige Gestalt und besitzt einen Umfang von 5400 deutschen oder 21.600 geografischen Meilen. Da zwei Drittteile ihrer 9.280.000 Quadratmeilen großen Oberfläche aus Wasser bestehen, so muss der größte Teil einer Reise um sie herum zur See vorgenommen werden. Die Schifffahrt befand sich aber bis in das 15. Jahrhundert hinein nicht auf dem Punkte, der eine solche Reise möglich macht, und so darf es uns nicht wundern, dass man früher die Erde für eine Scheibe und nicht für eine Kugel hielt. Zwar hatten verschiedene Gelehrte die Kugelform als einzig richtige und mögliche behauptet, aber diese Behauptung fand ihren unwiderleglichen Beweis erst durch die Entdeckungsfahrten eines Vasco da Gama, Bartholomäus Diaz und Christoph Kolumbus, ganz besonders aber durch die Expedition Fernão de Magalhães, welche am 20. September des Jahres 1519 den spanischen Hafen San Lucar verließ und immer nach Westen segelnd, am 6. September 1522 von Osten her in demselben Hafen wieder landete. Diese Expedition hat also die erste Reise rund um den Erdball vollendet und 2 Jahre, 11 Monate und 17 Tage dazu gebraucht. Je mehr sich die Schifffahrt entwickelte, desto kürzer wurde diese Zeit und heute, wo wir auf den Flügeln des Dampfes die größten Entfernungen in unglaublich kurzer Zeit zurücklegen, ist es uns geboten, in wenig mehr als 80 Tagen diese Reise zu vollenden. Gesetzt, man fährt von Hamburg oder Bremen am 1. Juni ab, so landet man am 13. in New York und trifft die 3.285 englische Meilen lange Pacific-Eisenbahn benutzend am 23. in San Francisco in Kalifornien ein. Hier steckt man wieder zu Schiffe und landet am 13. Juli zu Yokohama in Japan, am 17. zu Shanghai in China, am 20. in Hongkong, Englands chinesischer Besitzung, am 25. in Singapur, dem berühmten englischen Freihafen, am 30. auf Ceylon, dem schönsten Garten der Erde, am 4. August in Aden, dem zweiten Gibraltar der Engländer, am 9. in Suez und am 15. in Triest, von wo aus man per Bahn binnen 3 Tagen Hamburg wieder erreicht. Diese Reise hat auf den ersten Platz ca. 1700 und auf dem zweiten ca. 1500 Taler gekostet. So kostspielig sie erscheint, es ist doch der Zeitgewinn ebenso sehr in Rechnung zu ziehen wie der Umstand, dass durch Schnelligkeit der Bewegung die Eindrücke zusammengerückt und die gesammelten Anschauungen zu einem eng gezeichneten Bilde vereinigt werden. Freilich besitzen nur wenige die Mittel, sich diese Anschauungen anzueignen, aber die anderen dürfen sich doch trösten mit dem Gedanken, dass wir in einer Zeit leben,
in welcher das Wissen des Einzelnen so leicht und schnell Gemeingut aller werden kann. Ende des Anhang mit Dampf um den Erdball. Ende von Die Helden des Dampfes von Karl May. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.